seit dem 97er Jahr wohne ich jetzt da direkt. Ne? Und seit damals fahre ich immer durch den Augarten. Und da habe ich nicht Zeit zum Denken, ob da jetzt Fahrverbot ist fürs Radl. Ne? Weil in Früh hat man es eilig, die Familie muss ja auch zuerst versorgt werden, die Kinder in der Schule. Der Park, das ist das Einzige, was man in der Umgebung hat, wo man sich ein bisschen erholen kann. Und da möchten sie nachher das auch Betonstein da runter machen in die Mauer. Wenn du ein Auto hast, fährst du raus, dann brauchst du dich nicht mehr ärgern. Aber jetzt bist du da, speziell ältere Menschen auch und auch Kinder, Mütter mit kleinen Kindern, ne? Die sind ja doch viel da im Park, ne? Wirklich viel. Und ältere Menschen, die können nicht mehr Fuß fahren oder so. Ne? Die können nur da hergehen im Park und da ein paar Runden drehen und so. Ne? Und da gehe ich immer hinunter turnen zu den Geräten. Das ist sehr, sehr gut gewesen. Eine gute Idee, muss ich ehrlich sagen. Und sie wird auch sehr genützt. Aber heute kann ich nicht zum Beispiel, wenn ich nicht so gut drauf bin. Nicht? Das geht eben nicht jeden Tag. Die Jüngste bin ich auch nicht mehr. Nicht? Und bei gewissen Sachen bin ich fast schon zu klein. Ich komme nicht drüber über die. Ich brauche das Schammerl. Ehrlich. Ja, die Krähen, die sind nämlich so gescheit, das ist ja unwahrscheinlich. Und da fütte ich zum Beispiel ein paar Krähen, die kommen immer. Und wenn ihnen nichts gibt, fahren sie mir in die Häuser rein. Und das macht man aber nichts, weil ich eh schon weiß. Nicht? Die wollen nicht sagen, jetzt bin ich da. Ne? Wir kennen ein paar Krähen und die kommen immer zu mir. Und wehe dem, es kommt eine von einem anderen Territorium, die zerfleischen sie, ehrlich. Und die Krähen, die tun mir leid, weil es sind viele verschwunden. Ich habe nämlich eine gehabt, die, war ein bisschen, die hat ein bisschen einen Föller gehabt. Wie sagt man schon, beim Haxerl? Bei den Zehen, ne? Die ist immer so gehängt. Und dann habe ich die gefüttert, auch, nicht? Weil die war nicht so schnell wie die anderen. Ne? Aber ich meine, lieb sind sie in meinen Augen. Ja, so ist der Park angenehm, wenn er so bleibt, wie er jetzt ist. Das sollte nicht altmodisch sein, sondern das ist eben die, wie soll ich sagen, den Genuss, was man da hat, wenn man da als alter Mensch vielleicht her sitzt und die Natur ein bisschen beobachtet. Ehrlich, ich bin ganz stolz auf den Park. Also, ich bin ja neu in Graz, mittlerweile nicht mehr ganz so neu, aber ich bin seit September in Graz und habe den Augarten im Winter kennengelernt. Ich komme gern zum Jonglieren und zum Slacklinen theoretisch, mache ich nicht so oft, aber es gibt überall Slacklines hier, vor allem in dem abgesperrten Gebiet, gibt es total viele tolle Slackliner, die daherkommen und das nutzen, dass die Bäume so super praktisch stehen. Und ich komme schon jede Woche mindestens einmal, auf jeden Fall. Ja, ab und zu trifft sich eine Gruppe von ganz lieben Leuten, die ich meine Freundin nennen darf, auch im Augarten und tun Schauspielen. Und das ist voll toll, die werden ganz wild und verrückt und zum Spektakel für alle anderen tausenden Gruppen, die sich hier treffen. Und ich glaube, es ist voll lustig, wenn man dann irgendwie. Also jeder mit seinem Interesse halt hierher kommt, aber manchmal verknüpfen die sich dann auch. Und dann sind da zwar die Skater und die machen nur das Skaten, aber irgendwie schauen sie dann doch und sind vielleicht belustigt von dem Blödsinn, den die Schauspieler machen. Und da hinten tun sie dann Capoeira tanzen und ich habe auch jedes Mal, wenn ich herkomme, das Gefühl, ich habe irgendwas zu staunen. Ich mag voll gern die Bäume, die vorne sind bei der Augartenbrücke. Diese sind ein bisschen heftig wahrscheinlich, weil es sind, glaube ich, fette abgeschnittene Baumstücke, die da liegen. Die zum Teil angemalt sind, auf denen kann man toll klettern und die haben irgendwie was, also die sind irgendwie mächtig und ich bin da nachts und tagsüber schon drauf gewesen und am Abend ist das auch der Ort, wo ich sitzen würde und eine seltene Zigarette rauchen würde oder ein Bier trinken würde, das ist schon so ein, also oder ein privates Gespräch führen, das würde ich zum Beispiel dort machen im Augarten und das habe ich auch schon mal dort gemacht und das war ein guter Ort, das ist irgendwie so ein Kraftplatz im Augarten, finde ich.
Ich bin ein Student in Graz. Ich komme wahrscheinlich so zweimal in der Woche hier skaten. Ich skate gern woanders, aber der Platz da ist halt richtig cool, weil es irgendwie eine gute Mischung ist aus im Park sitzen und gleichzeitig ein bisschen Mini-Rampen, ein bisschen skaten. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel hier, aber es ist irgendwie genug, damit man viel Spaß haben kann. Also meistens, man kennt irgendwie schon die Leute, die da sind, das kommen ab und zu auch neue vorbei. Die meisten sind super lieb so, also da kommen nette Leute so weit. Viele sieht man halt öfters, weil die halt doch relativ viele Leute herkommen und halt regelmäßig. Ja. Es ist erstaunlich viel los eigentlich für das, dass das so ein kleines Fleckerl ist. Und für das, dass das nur so eine kleine Mini-Ramp mit einer Rail ist und ein bisschen am Flat, passiert da schon recht viel. Ja, ja, also, man, wie gesagt, Skates seit ungefähr einem Jahr regelmäßig im Augarten. Ich habe schwere Zeiten gehabt, bin deswegen oft daher skaten gekommen. Es hat mir einerseits so viel geholfen, weil es ein guter Sport ist und befreiend war. Aber andererseits habe ich jetzt, also im Augarten, ich habe viele Leute kennengelernt, viele Freundschaften geschlossen. Vor allem einen Kollegen kennengelernt, das ist jetzt sicher einer meiner besten Freunde, mit dem rede ich über alles Persönliche. Aber auch so alle anderen Leute, also sind wirklich gute Freunde von mir geworden. Es ist irgendwie so eine ganz eigene Art von Freundschaft. Und wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe und so und verabreden uns zum Skaten. Also es sind wirklich, würde ich jetzt einmal sagen, zumindest bei uns so, sehr viele ernste und tiefe Freundschaften entstanden. Also ich gehe jetzt seit genau 8 Jahren daher und ich muss echt sagen, der Park hat schon einiges an Wandel erlebt und ist ein Teil einfach von der ganzen Stadt, weil sie wirklich alle Leute aus verschiedenen Haushalten und verschiedener Herkunft da treffen und der Gemeinsamkeit teilen, und zwar Skaten. Und das ist so einfach noch viel mehr als ein Sport. Das ist einfach ein Gemeinschaftsding. Viele können das nicht nachvollziehen oder nicht verstehen, vor allem ältere Generationen. Und deswegen werden wir dann ganz gerne mal in Schubladen gesteckt, weil wir halt gern Krawall machen oder Lärm machen. Und der Park ist so ein Zufluchtsort, wie ein Wohnzimmer für alle Leute, die halt quasi sonst irgendwie verdrängt werden von anderen Plätzen. Jetzt auch cool bleiben. Ich wohne um die Ecke in der Brockmanngasse gegenüber von der Remise. Die Wohnung haben wir zum gewissen Teil auch ausgesucht, weil ein voll guter Kumpel von mir in der Nähe wohnt irgendwie. Und das habe ich ihm nie gesagt, aber ein bisschen habe ich es deswegen gemacht, irgendwie, um ihm näher zu sein. Und halt natürlich der Weg zur Arbeit. Also jeden Tag durch den Augarten und durch den Augarten wieder heim. Ich stehe in der Früh meistens verkatert auf, fahre zur Arbeit irgendwie, gehe verkatert arbeiten und dann bin ich ziemlich fertig um 4, 5 rum, weil der Alkohol nachlässt. Weißt du, mein? So, vorher ist nur so Euphorie irgendwie, wo du einen Alkohol im Blut hast. Ja. Und dann bin ich ziemlich wie sagt man? Olli, du hast Depri, Depri, es interessiert keinen, du hast Kamin. Die hört niemand. Ja, genau. Und dann entweder gleich Bier trinken im Augarten oder halt nur auf eine Zigarette auf meine Bank. So, halt irgendwie. Auf meine Nagel statt irgendwas, genau. Bäume. Und das ist auch die Bank der Toleranz, das seht ihr jetzt nicht. Aber Samstag zum Beispiel, wenn ich frei habe oder so und wenn ich verkatert bin und nicht schlafen kann wegen dem Alkohol, weil man schlechter schläft, gehe ich am Vormittag immer da hinten hin, sieht man das irgendwo. Da spielen die Afrikaner immer Fußball und dann, das beruhigt mich dann immer. So, dann setze ich mich da hin und schaue immer im Fußball spielen. So. Ja, das ist ganz nett. Und halt echt einfach so da sitzen, Bier trinken, lesen, rauchen und man trifft halt die ganze Zeit Leute. Also es ist wie, was denn? Keine Ahnung. Also es gibt immer zwei Strecken. Ich laufe eben von meiner Wohnung weg zur Murstrecke, nach rechts die 10 Kilometer Richtung Kalvarienberg und nach links halt zum grünen Angabe, zum Skaterpark. Und das ist einfach echt unangenehm da laufen, also wegen den Bauarbeiten und so. Und da geht es nicht um Feinstaub, da geht es wirklich um so Asteroidenbröcke, die in die Nase kommen irgendwie. Ja, das ist unglaublich unangenehm. Und natürlich permanent ist immer irgendein anderes Stückchen gesperrt halt irgendwie beim Laufen jetzt. Ja. Aber es ist für eine gute Sache, also ist schon okay. Ich meine, jetzt wo das mit Olympia nicht hingehaut hat, zumindest das sollten wir haben. Weißt du mal? Okay, cool.
niemals in die Kamera schauen. Ich muss trotzdem nachdenken, es hilft nichts. Ganze Sätze, aber ich muss ja nachdenken. Also wir haben halt einfach so Phasen, wo wir uns öfter sehen und dann sehen wir uns halt mal eineinhalb, zwei Wochen nicht oder so. Das ist richtig, aber so. Separat voneinander sind wir schon oft im Augarten, weil ich bin oft allein da. Also und zurück zum Thema, zufällig einfach sich im Augarten treffen, einfach so als Knotenpunkt. Also als Zufall, also ich fahre vorbei, da keine Ahnung, wow, hey Bennett und dann... Ja, hi, und dann fahren wir weiter. Was ein großes Problem ist, das kennt sich keiner wirklich aus, also alle irgendwie reden drüber, aber... Ja, genau. Es ist halt, so wie wir Randtypen werden, werden wir noch mehr an den Rand der Gesellschaft und auch räumlich an den Rand gedrängt. Ja. So quasi, wo gehen wir noch hin? Irgendwann muss ich in der Remise werden. Nein, es ist halt schon ein Punkt, oder? Oder zurück nach Wolfsberg. Wolfsberg, war noch schlimmer. Das stimmt. Wollt ihr das? Ein Todesurteil wäre gnädiger. Ja, wirklich. Wie sitzen wir? Nein, also, da sitzt man gar nicht so oft. Gar nicht so oft. Alle tun Slackline, ich tue Bier trinken und unterhalten. Und laute Fahrt, ja, genau. Natur genießen. Ich meine, ich klinge jetzt blöd, weil es ein Park ist, aber es ist halt schon. Schon fein da. Echt so auf der Bank sitzen, ist wirklich ein bisschen wie Fernsehen, wie Kino auch. Die ganzen Leute, die da vorbeigehen, das ist voll geil. Das erste Mal, wo ich im Augarten, nicht das erste Mal, aber wo ich Slacklinen war und angefangen habe zum Jonglieren auf der Slackline, da sind Leute vorbei spaziert und dann ist irgendein alterer Herr vorbeigekommen und ist dort stehen geblieben und ich habe halt wirklich stümperhaft geübt und nachher ist irgendwann einmal für 5 Sekunden hat funktioniert und dann habe ich Applaus gekriegt und das war voll schön. Das ist viel wert. Das ist viel wert, ist voll schön gewesen. Ja, das ist voll geil. Ich habe eine Geschichte. Da bin ich da gesessen, hab gelesen, Haruki Murakami, Nooko Slackline hat es glaube ich heißen im Original, ich kann es nicht aussprechen, Norwegian Wood, also norwegische Wälder. Und dann kommt im Buch, das ist so arg gewesen, kommt im Buch ein Beatles-Song vor und irgendeine Hippie-Bagage, so eine Brut da hinten, spielt auf einmal das Lied. Das war voll arg. Also wirklich Mystizismus oder keine Ahnung, was das genau war. Sophismus, glaube ich. So, ja, habe ich auch gesagt. Ja. Ja. Es macht Spaß, ist okay. Ja, ich wohne mit meinen Kindern. Und jetzt alles sind in Ordnung. Also fast in Ordnung, ich kann sagen. Ja. Wir sind sehr oft im Augarten. Also zuerst, weil wir haben kein Balkon zu Hause. Also Menschen immer brauchen Frischluft und wir finden Frischluft in Augarten. Wir spielen Frisbee, wir spielen Fußball, wir spielen Volleyball, wir machen Musik. Ich lerne meine Kinder Musik auch, als Trommel auch im Augarten, weil also es ist sehr laut zu Hause. Ich liebe mit Menschen kontaktieren immer. Und ich finde das die Möglichkeit in Augarten zu um neue Leute kennenzulernen. Ja, man kann alles machen da, es ist freiwillig. Zum Beispiel ein Fußballkurs. Mindestens man muss 100 Euro zahlen für ein halbes Jahr oder 70 Euro, ich weiß nicht genau. Wenn ein Volleyball oder Frisbee oder irgendwas, es ist immer, man muss zahlen. Und also für mich, ich arbeite nicht. Ich würde gern arbeiten. Aber jetzt, ich kann nicht. Ich mache Deutschkurs, um meine Sprache zu verbessern. Und dann, ich werde mehr Möglichkeiten zu haben. Immer etwas läuft in Augarten. Es ist ein sehr lebendiger Garten. Es ist ein Teil von unserem Leben, weil wir sind ziemlich jeden Tag.
Ich kenne den Augarten schon sehr lange. 1987 bin ich in den Bezirk Gries gezogen, in der Nähe aber vom Augarten. Und 1990 wurde dann eine Bürgerinitiative gegründet mit dem Ziel, wir wollen einen direkten Zugang zum Augarten. Und es haben sehr viele Leute mitgemacht, vor allem hat mitgemacht die Pfarre Kalau, dann die KPÖ, die LKK, dann die SPÖ, dann die Grünen. Und es hat dann aber doch eine sehr lange Zeit gedauert. 1998 wurde dann der Steg gebaut. Und das war halt für uns ganz wertvoll, weil wir dann sehr schön in den Park konnten. Und meine Kinder waren zwar schon ein bisschen größer, aber wir haben es wirklich unglaublich genutzt. Und im Zuge dessen wurde dann auch der Spielplatz verändert. Also der Spielplatz davor war auch schön. Da hat es keine Hügel gegeben. Es war die Fläche dadurch riesengroß. Der Spielplatz wurde geändert. Man hat diese Hügel gebaut. Und es kamen immer mehr Leute in den Park, die den Park nutzten. Und es ist sehr schön, da zu sein, weil diese Buntheit und diese Energie, die man da sieht. Der Augartenpark ist für mich ein Spielplatz für ganz viele Leute. Also die Leute, die heute hier sind, die haben oft sicher kleine Wohnungen. Die haben keine Grünfläche unmittelbar, wo sie wohnen. Und das betrifft immer mehr Leute, dass die neuen Häuser, die sind oft so dicht gebaut. Und dann ist so ein Park ganz wichtig, dass die Leute sich ein bisschen erholen können, dass sie mal durchatmen, dass sie den Himmel mal sehen und einen Baum sehen. Und das hängt mit sozialem Frieden zusammen. Man wird ja sonst verrückt, nicht? Wenn man immer nur eingesperrt ist und eine Decke sieht. Also das ist alles ganz wertvoll. Ich fahre sehr oft durch Graz durch. Ich bin Malerin. Ich wohne jetzt in Andritz und fahre immer durch den Augartenpark. Ich finde, also der Andreas-Hofer-Platz, der steht schon so lang ungenutzt da. Da könnte man einen schönen Zugang zum Wasser schaffen. Da könnte man einen kleinen Park machen. Es gibt also die Ideen, oder es gibt immer Verbesserungen, aber die müssen oft keine große sein. Jetzt einmal im Augarten sicher nicht. Im Augarten reichen Kleinigkeiten. Man kann immer was verändern, aber das Wesentliche, der Park ist eigentlich sehr schön. Ich bin voll gerne in letzter Zeit.